Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche, einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man das auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Oh.
Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einfällt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut, ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann! Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast die doch dabei, oder? Kein Kommentar. Recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Der Arm sieht gefährlich aus. Hat er etwa Hunger? Der Große braucht einen Snack. Wie ist der Plan? Lenk ihn ab. Ich hab die Idee. Oh Mist. Ich war immer noch sauer, Marco. Wie wär's mit Yoga? Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee?
hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Nehmt die Treppe, Leute! Spider-Man, eine Lieferung für dich. Heiß und fettig. Bin da. Benny Markus? Ich wünschte, ich könnte das. Hab ihn abgesetzt, nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat. Kein Einzelfall. Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was zum? Das kann er? Offensichtlich. Ich brauche dich. Mr. Parker? Tut mir leid. Wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, Direktorin! Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg. Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Fast geschafft. Wie läuft's bei dir? Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann, flieg ich von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Sandman! Ich diesen Namen hasse. Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe! Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Elektrizität mag er dann sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Das hat gesessen. Aber wir brauchen mehr Wasser. Ich schieß mit Netzen und lad mich auch. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Er ist betäubt. Jetzt schlag zu. Hat hier jemand Wasser bestellt? Bam! Spider-Man, Achtung! Nein, 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 nein! Ah! 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 Alles okay? Ich arbeite dran! Ich dachte, du wärst weg. So schnell wirst du mich nicht los. Das ist ein Fall für Genki. Genki, bist du da? Alter, wie krass. Ich weiß. Pass auf. Wir brauchen viel Wasser bei der Wall Street. Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Parker. Mach ich. Moment, was? Wer weiß es? Genki weiß alles. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl.
Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Ist er immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Vielleicht war ich dazu voreilig. Und er wird definitiv größer. Blätter weiter. Wir sind fast da. Der Wassertank. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Das Gerät außer Kontrolle! Pete, was ist passiert? Bin draußen gelandet! Blätter weiter, wir treffen uns auf dem Dach! Der Wassertank ist die einzige Chance! Ja. Komm wieder. Bleib drinnen! Hat wohl zu tun. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Ja! Immer weiter, Miles. Ich wollte nur ein normales Leben. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Te quiero, Miko. Wie Ma schon sagte, New York braucht uns. Pass auf!
erzeugen. Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Die Netzflügel, sie fliegen. Das war's noch nicht. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Bin hinter dir. Miles! Miles! Worauf habe ich mich eingelassen? Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Auf Marco wollten sie nicht hören. Was Sandman ignorieren sie nicht. Wieder vereint. Unterricht! Markus, Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Fulgurit! Genau wie bei den Minis! 1+! Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn! Mich soll der Blitz rasten! Hältst du das aus? Bro, wie genau willst du einen Blitz umlenken? Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Ich hab Sand. Überall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns holen?
Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemacht. Erbärmlich. Ich habe mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfach das Feuer. Die große Jagd beginnt.